Moinsen, ihr Füchse da draußen. Willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu die Sims 4. Im letzten Part haben wir Fähigkeit und Frost zu Besuch bekommen und ich bin gerade dabei, ihn ein bisschen zu beleidigen, denn ich mag ihn nicht in meinem Haus haben. Er hat hier nichts zu suchen. Kämpfen. Selbstironisch scherzen. Noch hat er Spaß. Warte ab, mein Freund. Deine Freude wird bald zu Ende sein. Zum Feind erklären. Andeuten, Mutter sei ein Lama. Abblitzen lassen. Danach werden wir ihn anbrüllen. Man muss sich aber mit Federchen Frost anlegen, ne? Ich will, dass wir Feinde werden. Beleidigen. Ja, erstmal den Hund wieder knuddeln. Ja, ich hab dich so lieb, ich hab dich so lieb. Beleidigen. Anbrüllen. Erstmal hinsetzen dafür. Man muss die Lunge erstmal in die richtige Position bringen. Getränk werfen, aber sowas von. Mizu Deish, du willst gar nicht wissen, was in diesem Becher hier drin war. Immer noch mal auf seine Mutter eingehen. Da muss man noch ein bisschen, damit kann man arbeiten. Er hat es, glaube ich, noch nicht so ganz verstanden. Falsche, schlechte Nachrichten verkünden. Ah, pass mal ab, du. Das ist aber schon ein bisschen extrem, was er da gerade tut. Verspotten. Warte mal, mehr Auswahl, was haben wir denn noch so? Gemein. Ein gemeines Geschenk geben. Ein Furz in der Box, Alter. Absurdes Backpfeife. Jetzt hauen wir dem nochmal eine. Kabams. Erst die Backpfeife, dann pinkeln. Komm. Er muss jetzt gehen. Ach, muss er jetzt plötzlich gehen, der feine Herr. Tür macht er auch nicht zu. Ärgerliches Häuflein machen. Ich will sehen, was das ist. Was ist ein ärgerliches Häuflein? Was hat mein Hundi? Was hat Angst? Ich kümmere mich gleich um dich. Ich muss nur erstmal ein ärgerliches Häuflein machen. Wahrscheinlich ist sie ganz traurig, weil sie das mit ansehen musste. So, warte. Ich muss mich um unseren Hundi kümmern. Anbrüllen. Bürsten. Bürsten ist gut. Komm. Du wirst jetzt gebürstet. Dann wird auch alles wieder gut. Und ich werde wieder beruhigt sein. Und weniger wütend. Guck mal. Das ist Liebe. Ja. Ja. Guck mal. Umarmen. Wie viele böse Sachen man jetzt, wenn man wütend ist, macht man selber halt nur die ganzen wütenden Sachen, ne? So. Kennenlernen. Noch ein bisschen reden wir zwei. Ja. Streicheln. Müsste auf jeden Fall noch ein bisschen Bonding betreiben. Ihr seht, wir sind noch nicht komplette super Kumpels. Da muss noch werden. Ja. Mehr Auswahl. Was haben wir denn noch? Tierpflege. Outfit ändern, anleinen, baden. Nee, guck mal, sie will jetzt ein bisschen. Sie will sich hinlegen. Dann soll sie das mal machen. Leg dich mal hin. Ich räume derweil mal die Burger weg. Die können weg, die sind am Stinken. Das heißt, wir müssen was Neues kochen, denn wir haben schon wieder Hunger. Wie spät ist denn das? 0 Uhr irgendwas. Was war das für ein Geräusch? Hä?
Was ist jetzt passiert? Geht's Lexi gut oder geht's Lexi nicht gut? Habe ich irgendwas übersehen? Ist sie einfach vor Müdigkeit eingepennt? Ich hoffe ja. Ich gehe jetzt auch schlafen, komm. Aber ich glaube, man sieht halt nichts. Sie sieht... Herbeirufen. Oh, okay. Erstmal pennen. Das Winterfest ist vorbei, ne? Ein Glück. Erstmal ausschlafen. Wunderbar. Reicht. Reicht! Kannst aufstehen. Was pennst du denn so lange? Ups. Völlig ausreichend. Kriegt Lexi eigentlich auch hier was zu trinken oder ist das nur Essen? Ich habe nichts zum Trinken gesehen, warte mal. Wir sollten das nochmal prüfen, nicht, dass unser Hundi hier verdurstet oder so. Okay, hat er gerade gefurzt? Guck mal, da ist sogar noch die Note von seinem Furz. Was ist denn los? Was stimmt denn nicht mit ihm? So, wie ging das denn jetzt nochmal? Tja. Enthält neue Objekte. Tja. Hacks. Hund und Katze. Wunderbar. Und dann hätte ich einfach gern alles. Da. Das ist jetzt nur Hund und Kat und Gedönse? Ja, okay. So, sehen wir hier irgendwo was zum Essen? Hier. Futternapf? Futternapf. Futternapf? Futternapf. Es scheint nur Futter zu geben. Hunde scheinen nichts trinken zu müssen. Das ist überbewertet. Ja, sieht ganz danach aus. Bitte korrigiert mich sonst in den Kommentaren. Ich möchte nicht, dass unsere Kleine noch irgendwie hier abnibbelt, weil ich die nicht ordentlich pflege. Ich gebe mein Bestes hier, ne? So. Okay, warte. Oh, jetzt müssen wir erstmal ein Frühstück zubereiten. Frühstücken. Eier und Toast. Obstsalat. Ein Omelett. Oh. Sie ist verliebt. Wir machen jetzt ein Omelett, dann rufen wir sie auch zum Frühstücken. Unser Hundi soll ja auch frühstücken. Tja, und morgen ist dann wieder Arbeit angesagt, ne? Ja. Also wir machen auf jeden Fall den heutigen Tag noch und dann morgen bis zur Arbeit. Und dann würde ich sagen, machen wir auf dieser Seite erstmal Pause. Ich erstelle einen neuen Charakter und wir fangen dann mit einem Zweit-Parallel-Charakter an. Entwickeln den mal in diesem Zauberer-Add-on. Und dann sollen die beiden irgendwann zusammenfinden. Das wäre so mein Plan jetzt aktuell. Ihr dürft aber natürlich jederzeit... Okay, jederzeit auch gerne Vorschläge und Ideen, Anregungen. Uiuiui. Bist du nicht Koch oder was? Was ist denn hier schiefgelaufen? Ah, nur ein bisschen Salz drauf. Dann geht das schon wieder, dann ist es wieder gut. Ja, guck mal. Einfach, man muss entspannt bleiben. Und jetzt direkt in den Müll, weißt du? Das ist ein interessantes Omelett. Naja, gönn dir. Ach, guck mal, sie schläft noch, dann wecke ich sie nicht. Oh, da ist er direkt wieder glücklich. Essen macht glücklich, ne? Ihr wisst ja, Glück und Liebe gehen bekanntlich durch den Magen. So ein warmes Omelett. Was ist denn los? Was ist denn los? Ist doch mal zu Ende jetzt hier. Oh. Wir zwei werden gleich... Ich werde dich gleich auf der Couch verwöhnen. Nachdem ich mein Omelett aufgegessen habe. Heute machen wir so einen richtig gemütlichen, Alter. Bonding mit unserem Hundi betreiben. Und wir zwei machen es richtig gemütlich. Ja. So lobe ich mir das. Oh. Mubadobi. Oh. Mubadobi. Ich weiß nicht, wie lange das geht, deswegen lass einfach mal machen. Er wird gekrault und geschmust, bis nichts mehr geht. So. Bitten, das Geschäft zu machen.
Ja, wir können ja mal Gassi gehen, ne? Eigentlich können wir ja mal Gassi gehen, oder? In den Tierpark, aber im Winter ist da, glaube ich, scheiße, oder? Im Winter, die wollen ja beide nicht raus. Sie friert, ich friere, wir frieren doch die ganze Zeit. Wie wär's, wenn du die Klamotten anziehst, Junge? Outfit ändern. Abendkleidung. Alltagskleidung. Heißes Wetter, kaltes Wetter. Da habe ich nur dieses Ding. Musst du dir halt auch in der Bude eh mal die Jacke anziehen, ne? Damit einem nicht so kalt wird. Dann geht das schon. Mhm. So. Erstmal Lexi zum Fressen rufen. Musst auch noch was essen, Mädel. Dag Dag, Jamies. Und das räumen wir auf. Und solange es uns so gut geht, können wir eigentlich ja nochmal wieder kochen üben. Oh. Ein Festmahl kochen. Und zwar Tofu-Truthahn. Na, normalen Truthahn. Tofu-Truthahn nix ist. Ein Tofu-Truthahn. Wir müssen ein bisschen kochen üben. Wir sind noch nicht gut genug. Da muss was gehen. Und wir müssen die Freizeit halt opfern, um unsere Skills zu verbessern. Das geht nicht anders. So, einmal alles in die Schüssel rein, einmal umgerührt und fertig ist der... Oh, das klappt dann wieder, ne? Ja, das war der Plan. Levelaufstieg. Das machen wir gleich mit dem Mixen auch noch. Bisschen Mixing betreiben. Und wenn wir da dann auch noch ein Level erhöht haben, würde ich sagen, reicht's erstmal. Dann kommt ja morgen der nächste Arbeitstag. Mit Glück, wenn wir dann gut drauf sind, werden wir vielleicht befördert. Läuft ja bei uns, muss man ja sagen. Ja. Stehst du jetzt ein beim Kochen? Nee, ne? Ich hoffe nicht. Ich erhöhe mal ein bisschen die Zeit. Also ein Truthahn, der braucht seine Zeit, ne? Das geht nicht so eben mal. Ja, Hundi ist auch mit dabei. Lexi ist eine schreckhafte Hündin. Erschrecke sie nicht, habe ich nicht vor. Habe ich sie erschreckt? Ich habe nichts gemacht. Oh, hat schon wieder Angst. Ich werde dich gleich trösten, aber warte. Oh. Umarmen. Ganz ruhig. Wir essen den nicht. Ich habe den nur gekocht zum Üben. Komm her, du musst doch keine Angst haben. Bin doch bei dir. Ja. Ich werde dich doch nicht erschrecken. Komm, wir spielen, wir zwei. Achtung, Achtung. Oh, Arnox, save from fees. Oh. Was denn? Was ist denn der Ball? Wir haben doch irgendwo einen Ball. Da. Guck mal. Apportieren üben. Das macht doch bestimmt Spaß. Oh, wie sie sich freut. Erstmal, was wir als erstes machen müssen. Diesen Haufen wegschmeißen. Warte, Baumenü. Das muss weg hier. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann es nicht mehr sehen. Verkaufen. Weg damit. Haben wir noch mehr Weihnachtsmüll? Nee, ne? Das war alles, was wir an Weihnachtsgedönse hatten. Okay, back to the live game. Weiter geht's, wir apportieren jetzt mal ein bisschen. Bantu! Was wird das jetzt hier? Ah ja, wir scheinen apportieren zu üben. Das wird, jo, direkt auf den Truthahn. So lobe ich mir das. So macht man das, ne? In der Bude, direkt beim Truthahn. So wird apportiert. Maruzi! Ja, vielleicht machen wir doch erstmal noch ein bisschen. Ich weiß es nicht. Ich bin noch unentschlossen, ob wir gleich wirklich einen neuen Charakter machen oder ob wir erstmal noch ein bisschen weitermachen sollen. Haut mir mal in die Kommentare. Ich würde sagen, ich lasse euch das entscheiden. Dann mache ich diese Aufnahmesession, also diese Woche, erstmal machen wir noch hier weiter, entwickeln uns weiter und ihr könnt ja mal in die Kommentare posten, was euch lieber ist. Neuen Charakter erstellen oder hier erstmal noch weitermachen. Und wie soll es weitergehen? Also wir werden auf jeden Fall unsere Karriere weiterentwickeln, das ist klar. Und wir werden weiter Bonding mit Lexi betreiben, das ist auch wichtig. Und sobald es das Wetter wieder zulässt und es nicht mehr so arschätzend kalt ist, gehen wir zwei auch mal in den Hundepark und haben da Spaß. Alles geplant. Aber was sollen wir sonst noch machen? Erstmal verwenden. Muss mal dringend mal pinkeln, wie man sieht. So. Was ist denn los? Angespannt. Gestresst wegen Training. Dieser Hund stellt die Geduld von Blau auf die Probe. Was denn? So schlimm ist sie doch gar nicht so lieb. Hat sie gerade den Truthahn gefuttert? Hat sie sich am Truthahn rangemacht?
Ich weiß es nicht. Spielen wir jetzt im Bad Ball holen? Und was wird das jetzt? Bitte nicht ins Klo schmeißen. Schmeiß es bitte nicht ins Klo. Dankeschön. Bonding wird betrieben. Snorker! Hinata möchte vorbeikommen und abhängen. Nee, Alter, heute nicht. Hatte gestern schon so komischen Besuch, das war schon so seltsam. Infabi! Macht das irgendwas? Ja, Spaß geht ein bisschen hoch. Es macht auf jeden Fall Spaß. Insofern alles cool. Aber ich würde sagen, reicht jetzt erstmal mit Ball holen. Oh, komm her. Dann können wir beruhigend streicheln. Musst du aufs Klo? Erst wirst du beruhigend gestreichelt und dann gehen wir Pipi machen. Pass doch auf dich auf. Ja, und dann machen wir jetzt mal Gassi, ne? Komm, gehen mal Pipi machen. Wir müssen mal Gassi gehen, glaube ich. Ich leite sie gleich mal an und dann gehen wir raus ein bisschen Gassi, würde ich sagen. Lexi hat gelernt, draußen das Geschäft zu verrichten. Ach, guck mal. Es geht voran. Was will sie denn schon wieder? Ach, komm rein. Es stört mich ja nicht, wenn sie da ist. Ich habe gerade Truthahn gemacht, dann kann sie den wenigstens essen. Sie weiß halt, hier kann sie immer am PC sitzen und ich koche auch noch die ganze Zeit irgendwas. Eigentlich voll geil. So, Lexi ist gerade am Pipi machen. Läuft. Ah, nee, das war eine Wurst. Ist okay. So, wir schauen uns mal um. Ich habe ja gelernt. Warte mal, wir werden jetzt Lexi erstmal anleinen. So, wie war das denn? Mehr Auswahl. Aktionen. Tierpflege. Spazieren gehen. Kurzer Spaziergang. Erstmal ein kurzer, es ist kalt und wir haben beide nicht so unbedingt Bock drauf. Redet sie jetzt erstmal über Geld? Ja, ich habe so viel Kohle, das kannst du dir gar nicht aus. Ich bin so reich, aber ich muss immer hierher kommen, um deinen Computer zu benutzen, weil ich kann mir keinen eigenen leisten. So ist das nun mal, wenn man reich ist. Ja. Ach Gott, guck mal, das bedeutet absolute Zufriedenheit. Ja? Wenn sich ein Hundi oder eine Katze so hinlegen und ihren weichen, ungeschützten Bereich so zur Schau stellen, dann fühlen die sich sicher und wohl. Deswegen Lexi fühlt sich sehr sicher, sehr wohl und vielleicht sollten wir sie dann jetzt doch nicht eben zum Spazierengehen zwingen. Essen wir lieber ein Stück Festmahl. Zum Festmahl rufen. Komm, ich habe hier Festmahl gemacht. Lass uns mal gönnen. Ich habe zwar gar nicht so doll Hunger, aber es ist halt fertig und ding, 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 ding. Geil, ich bin ganz zufällig vorbeigekommen. Ich wusste nicht, dass es heute Festmahl gibt, aber nice. Dann gönnen wir uns das doch einfach mal. Vernünftig. Guck mal, hat sie alles wieder richtig gemacht, oder? Und da wird wieder reingeschaufelt. Guck dir das an. Oh, geil. Aber das heißt ja immerhin, dass es ihr wohl schmeckt. Sonst wird sie ja nicht so reinhauen, sag ich mal, ne? Kamkuya! Oh, Lexi ist ganz glücklich. Also, wir essen aber jetzt erstmal auf. Oh, Level 3 der Charisma-Fähigkeit erreicht. Blau kann jetzt online für einen guten Zweck spenden. So viel Geld habe ich jetzt auch nicht. Da muss ich erst wieder jemand Neues. Naja, ihr wisst schon. Heiraten. Guck mal, Lexi braucht richtig Aufmerksamkeit. Voll süß. Lexi, essen geben. Komm, kriegst du was. Ich wäre kein... Also in den Sims bin ich schon mal kein guter Hund. So, das darfst du eigentlich niemals machen. Zumindest nicht während des Essens, am besten auch nicht danach. So. Sind wir durch? Nein, wir essen immer noch. Ich bin sehr glücklich und wenn wir gleich durch sind, werde ich eine dampfende Dusche nehmen. Für die Erholung. Oh, wie Lexi sich freut, aber wir müssen... Ach, ist schon wieder soweit. Hoi, hoi, hoi. Ist doch gut, Han. Wir hören dich doch. Ja, ist alles gut.
Meine Lieben, ihr hört den Horn Credo, ihr wisst, was das bedeutet. Die Zeit verfliegt, wenn man irgendwie gefühlt nichts macht, aber es läuft einfach, ne? Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst es bei den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gerne im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.